Willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Schurke Leveln. Ja, wir befinden uns hier in Süderstade und werden dann mal hoch ins Alterac-Gebirge machen. Zuerst geht es hier nach Dalaran und dann, also ins alte Dalaran und dann geht es ins Alterac-Gebirge. Ja, wir sind hier gerade auch noch ein bisschen am Diskutieren, was wir machen können, zwecks Wrath of the Lich King und so. Mal sehen. So, ich bleibe natürlich genau an dieser einen Kante hängen. Ja, Wrath of the Lich King ist halt so die Frage, ne, wie man effizient hochlevelt, gerade wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat. Und also sagen wir mal so, halt keinen Urlaub zur Verfügung bekommt zu dem Zeitpunkt und sowas. Und ich denke, das Effizienteste ist dann doch zu sagen, man grindet zu Zweit- oder zu Drittinstanzen. Das soll wohl ganz gut gehen, laut Beta-Videos, die ich jetzt schon so gesehen habe. Und man soll dann wohl genügend Erfahrungspunkte bekommen, die anderthalb bis zweimal so hoch sind, als wenn man questet. Und das Questen ist ja gerade am Anfang sehr überlaufen. Das heißt, man hat dann auch weniger oder mehr Konkurrenz beim Questen, was ja in der Instanz nicht der Fall ist. Und so könnte man natürlich Instanz-Grinds machen. Ist natürlich jetzt auch nicht gerade die schönste Spielweise, die ganze Zeit durch die gleichen Instanzen durchzurennen, alles zu pullen und dann wegzuhauen und sowas. Mal sehen. Man kann es ja auch ein bisschen mischen oder so. Sehen wir immer, wie wir das dann machen werden. So, hier macht ein Hortler schon das Feld. Richter. Wir machen erstmal nach Dalaran. Ja, das wird sich dann zeigen, ne? Ein bisschen questen und so kann man ja dann auch. Der Braucht ihr Vorteil Hilfe? ist, wenn man halt nicht so die Zeit hat, kriegt man Seid wieder ein bisschen vorsichtig. Erholungsbonus. Und dann kann man natürlich auch mit diesem Bonus wieder beim Grinden noch ein bisschen mehr Ehre rausholen. dem König, Freund. So, jetzt sollen wir Für dann die mit Allianz. Beutebucht sprechen. Okay, dann geht's da nach unten als nächstes. Irgendwann. Jetzt geht's erstmal rüber ins Alterac-Gebirge. So, da kurzen Cut gemacht, weil hier noch was war. Aber jetzt kann es weitergehen. Glaube ich zumindest. Muss nochmal kurz. Und weiter geht's. So, jetzt reiten wir bei diesen Landspitzen wieder entlang. Können hier eine kleine Abkürzung quasi machen durch ja, zum Eingang des Alterac-Gebirges. Und dann müsste das ja, ne, ist noch ein Stück. So, die Kräuter. Ah, Khadgars Schnurrbart können wir noch mitnehmen. Das gibt uns nämlich einen Skillpunkt. Und die können wir, denke ich, auch für weitere Tränke oder sowas benutzen. Vielleicht jetzt noch nicht, aber später dann. Weil wenn ich mir hier angucke, brauchen wir derzeit noch Blassblatt-Golddorn, Wildstallblume und Golddorn. Und Golddorn, und hier brauchen wir schon Khadgars Schnurrbart. Golddorn, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ins Schlingendorntal und da einiges erfarmen. So, und hier oben ist dann die Straße, die uns jetzt gleich ins Alterac-Tal führt. So, 5 Minuten dauern die Gifte noch. Wir hauen jetzt gleich nochmal sämtliche Gifte drauf und machen auch die Pots. Und dann können wir hier oben, ja, die Mobs sind nämlich auch schon einen Ticken höher vom Level her. Und dann
Pots rein. Zack und zack. Und los geht's. Ja, jetzt erstmal gegen die Ogre. Da brauchen wir Folianten und Knöchelknochen. Also gleich zwei Items von einem den gleichen Mobs. Das finde ich super. Gleich mehrere Quests erfüllen hier. Ich hoffe, die droppen dann auch was. Winterbiss ist hier als Kraut zur Verfügung. War auch schon abernten. So. Oh, da bin ich ein bisschen zu weit dran gelaufen. Ja, das sieht doch gut aus. Die droppen hier ordentlich. Zumindest bis jetzt. Haben wir noch nicht so viele erledigt von denen. Wenn wir das schaffen, in dieser Folge ordentlich die Quests zu erledigen, könnte vielleicht sogar schon Level 39 drin sein. So, erstmal das Kraut mitnehmen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich hab nicht genug Energie. Mir jetzt hier der Level 70er mir die Mobs mit um. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er keine. Diese Fähigkeit ist nicht. Oh super, jetzt nimmt er mir hier die Mobs weg. Was soll denn der Käse? Ey, solche Leute kann ich ja leiden hier. Soll abhauen. Will ja einfach nur in Ruhe questen und nicht hier von irgendjemandem belästigt werden. Komischer Typ. Reiten wir mal weiter rein. Die Yetis brauchen wir nur gerade nicht. Also müssen wir rein in das Vor. Wahrscheinlich von der Seite, ne? Ja. So, gehen wir mal hier rein, mal gucken, was hier so an Gegnern zu finden ist. Oh, Level 37. Jetzt kommen wir unserem Level schon mal wieder näher. Werden wir unseren Spaß mal hier gerade haben. Wie viel brauchen wir von diesen Mobs? 50 Stück an sich nur, um das Level abzuhaben. Weil die geben mit 300 ganz gut. Und auch die Quest-Items sind jetzt nicht zu schlecht gebrockt. Magier fallen natürlich schneller um. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ah, da war ich zu langsam. Ich muss mich bei dem Stehlen immer noch dran erinnern, dass ich manchmal zweimal looten muss. Weil das ein bisschen hinterher hinkt. Wahrscheinlich durch das Makro den Taschendiebstahl quasi abbrechen. Also ich führe ihn durch, aber das Looten breche ich ab, dadurch, dass ich direkt angreife.
Vielleicht muss ich deswegen zweimal looten oder so am Ende. Also den normalen Loot und dann nochmal vom Taschendiebstahl. Und manchmal scheint es aber zu funktionieren. So, wie viel brauchen wir denn noch? Zwei von den Knochen und drei von den Folianten. Okay. Und wir müssen ja sowieso hier geradeaus noch in die... das Rathaus rein für das Handbuch. Von daher können wir hier alles leer räumen. Noch nicht bereit. Die sind sogar auf dem gleichen Level jetzt hier. Den konnte ich jetzt nicht unterbrechen, aber gibt Schlimmeres. So. Den Raufer. Oh. Das hat irgendwie nicht geklappt. Naja, hauen wir uns so um. Ich finde, mit denen kann man ganz gut kämpfen hier. Die hauen nicht ab. Haben nicht so viele Lebenspunkte, haben keinen Stärkungsbuff wie die Trolle im Schlingendorntal und sowas. Also das gefällt mir hier gegen die Ogre. Da kann ich sie immer noch klauen. Und wir brauchen nur noch zwei Folianten. Also Quest-Items droppen sie auch gut. Ich habe jetzt noch nichts Negatives gesehen von denen. Entwaffnen tun sie auch nicht. Und sie sind in einem Level, wo es auch gute Erfahrungspunkte geben. Also perfekt. So, der nächste. Und ihr seht, wir heilen uns fast wieder voll nach jedem Kampf, weil wir halt nicht ganz so viel Damage von denen bekommen. Und wir eine gute... Ah, die hauen einmal kurz um, okay. Und wir eine ganz ordentliche Regeneration dann auch haben. Oh, hier muss man aber aufpassen. Das ist ein Elite-Mob. Den will ich jetzt nicht unbedingt bekämpfen müssen. Den würden wir wahrscheinlich auch nicht schaffen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Oh oh. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Ah, jetzt kommt er hier wieder zurück. Dann gehen wir mal ein bisschen nach hinten. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht. Ja, wir haben einen Nachteil ausgemacht und das ist dieser Elite-Mob hier. Der kann tückisch sein. Nicht genug Energie. Wenn man da nicht aufpasst, aber man muss ihn ja nicht besiegen. So. Diese Folianten droppen jetzt irgendwie schlechter. Lunderkiste können wir immer noch Skillpunkte von bekommen. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So. Na komm, den einen hauen wir jetzt hier noch mit um. Ich hätte ja gedacht, dass die Folianten eher von den Magiern getroppt werden, aber die werden auch von den Raufern getroppt. Nur die Tropprate. Oh, Gold drin. Ich hab nicht genug Energie. Ja, nur irgendwie mit einer sehr schlechten Tropprate derzeit. So, wir holen uns erstmal den Golddorn hier. Oh, hier sind schon Level 40 Mobs. Okay. Den Kriegstreiber müssen wir wahrscheinlich beseitigen. Ah, sieht so aus. Okay. Hauen wir ihn um. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Nicht
genug Energie. Er ruft um Hilfe. Okay, also die sind jetzt nicht mehr so schön für uns. Aber wir haben es geschafft. Das sind übrigens dann auch keine Quest-Mobs. So, jetzt holen wir uns mal das Buch als erstes. Ah ja, hier ist ein Named-Mob, okay. Droppt der das? Ne, es muss hier irgendwo in so einer Kiste sein oder so. Ah, in dem Bücherregal. Toll, der entwaffnet mal wieder. Und dann treffen wir hier nicht. Kill ist das so an, ich treffe hier wirklich nichts. So, weiter geht's. Buch haben wir. Jetzt heißt es noch zwei Folianten zu bekommen. So, hier unten ist noch eine Magier. Vielleicht haben wir bei dem eine etwas höhere Drop-Chance. Da, okay, das ist ein Beulengras. Da hat er jetzt auch kein Buch. Glommus. Das klingen alle nach Named Quest Mobs. Weil es sind keine Rare Mobs, also. Aber solange wir ihn nicht brauchen, muss man ja nicht unbedingt umhauen. Jetzt haben wir mal wieder einen Folianten. Pass mal auf, am Ende bringt der jetzt direkt den nächsten oder so. Und wir mussten so viele Mobs umhauen, um den vierten Folianten zu erhalten. Nein, nicht ganz. Aber ich denke, wir werden mit den Questabgaben dann in diesem Video auf jeden Fall Level 39 werden. Weil wir haben ja noch eine Quest mit dem Syndikat hier etwas nördlich zu erfüllen. Der hatte den Folianten. Okay, dann können wir hier raus und werden uns mal auf der Straße mit den Syndikatstypen hier ein bisschen matchen. Beulengras brauchen wir nicht. So, jetzt ist das Problem. Ah, der resettet. Okay, perfekt. Dann können wir nämlich hier uns rausschleichen. So, was haben wir hier? Golddorn. Den nehmen wir mit. Golddorn können wir immer gebrauchen. Zumindest jetzt noch. So, perfekt. Hier ist noch eine Höhle, aha. Ah, leider nur einen. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen nach Süden, den Weg runter. Trümmergrathöhle haben wir entdeckt. Sehr schön. Gab nochmal Erfahrungspunkte. Ich glaube auch, die Erfahrungspunkte sind von dem Buff ausgenommen, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Hab nicht im Kopf, wie viele Erfahrungspunkte man für das Entdecken hier bekommt. So. Sind wieder die kleineren Oger. Trotzdem mal hier entlang schleichen. Und
Dann geht's hier vorn gegen das Syndikat mal wieder. Stranbrat. Das war doch eine der ersten Städte in Warcraft 3, ne? Die ausgelöscht worden sind. War hier gerade jemand? Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist jemand unsichtbar. Von hier oben hat man den nicht gesehen gehabt. Wir brauchen hier alte Hack-Siegelringe. Sehr schön. Und natürlich das Golddorn. Wollen wir uns auch genehmigen. Schattenmagierin. Perfekt. Also Schattenmagier und Siegelringe. So. Ah, Schattenmagier sind auf unserem Level. Das passt. Dann haben wir hier noch eine Hexerin, okay. Noch nicht bereit. Ich hab nicht genug Energie. Problem ist, wir können die hier nicht so richtig zusammenziehen. Nee. Jetzt können wir sie zusammenziehen. Ui, die haben sich nochmal verwandelt, kurz bevor sie umgefallen ist. Das war ein komischer Gegner. Und ziemlich stark. Na, erstmal was essen. Und Nuggets müssen wir auch noch finden. Wo ist der? Ganz hier hin. Ne, verhextes Pergament. Ne, der Nuggets muss hier irgendwo patrouillieren hier in Strambrat. Vielleicht da drüben sogar schon. Ne, das sind normale Hexer. Hexer, Hexer. Ja, machen wir die Hexer erstmal. Die haben gleich wieder so eine Frostrüstung drauf. Warum hauen die jetzt eigentlich schon ab? Komische Mobs. Oh, mal wieder ein Spion. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Also hier hat sich das Syndikat ganz schön ausgebreitet. Da ist doch wieder einer irgendwo in der Nähe. Ich hab das Geräusch doch gehört. Ah. Direkt neben uns steht er. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Okay. Wo ist dieser Named Mob, ist die Frage. In einem von den Häusern? Hexerin, Hexerin, ne. Laut Questy sollte er irgendwo hier rumlaufen. Hauen wir erstmal einen von den Hexern wieder um. Diese Fähigkeit ist noch nicht verwendet. So. Tja. Müssen dann auch noch den ganzen Weg hier hinten wahrscheinlich rum. Ach, hier ist er doch. Nee, das ist ein anderer. Ein Rare Mob. Hauen wir den um. Ich hab nicht genug Energie. Ah, das sieht eher aus nach schwerer Rüstung sogar. Okay.
diese Siegelringe sind nicht das Problem. Die Schattenmagier auch nicht, aber der Nagatz. Der ist es, so die Frage. Wir machen erstmal hier unten weiter. Wie lange halten die Gifte noch? 40 Minuten, okay. Das Oberland. Da wird es bestimmt noch ein Unterland geben, ne? Das sind Wachposten. Hier sind Berglöwe. Okay. Wir reiten erstmal so ein bisschen durch. Wachposten des Syndikats. Auch gucken, ob wir so ein paar von diesen Schattenmagiern finden. Stimmt, bei den Zelten. Haben wir da? Blassblatt, okay. Vielleicht auf dem Rückweg holen. Ich will erstmal gucken, was wir mit der Quest hier hinten haben. Da können wir ja erstmal ganz gut durch. So, was ist hier hinten? Dann dreht Senke. Vollstrecker. Vollstrecker Level 40, okay. Verhexte Pergament. Na gut, dann werden wir mal hier anfangen. Die haben ganz schön viel Lebenspunkte. Ui, 100er Crit. Haut ganz schön zu. Also die Gegner haben es in sich. So, dann schauen wir doch mal hier rein. Ah ja, hier ist noch ein Auftragsmörder. Vollstrecker. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit, nicht genug Energie. Muss noch irgendwo einer sein, da ist immer noch einer in Verborgenheit. Ah ja, hier auf der rechten Seite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Dann haben wir hier drin Vollstrecker und wen noch? Nagatz. Ah, hier ist der Nagatz. Okay. Dann wird das von Questy fälschlicherweise verkehrt wahrscheinlich angezeigt. Oder der patrouilliert immer mal zwischen den beiden Gebieten und ist halt jetzt gerade hier. Okay. Da müssen wir beide hier gleichzeitig besiegen. Ist noch irgendwo ein Verstohlenheitsmob. Find aber gerade keine. Nur die zwei Leichnam. So, dann gehen wir doch mal rein. Ah, da drin ist noch einer. Okay. Auftragsmörder, Vollstrecker und Nagatz, also drei Leute. Geht's los, entrinnen an und jetzt hier richtig, richtig Damage. Nagatz ist dahin und jetzt noch die Vollstreckerin. Also da müssen wir jetzt ja wirklich schon alles quasi mobilisieren. Oh oh, hier ist noch irgendwo einer. Ah ja, da oben. Okay.
können erstmal den seinen Kopf noch nehmen. Schattenmagier brauchen wir noch. Und irgendwo muss hier eine Quest sein. Ah, hier bei der Holztruhe. Das Pergament. Okay. Nach Süderstadt. Passt. So, dann können wir hier erstmal wieder raus. Und holen uns am besten noch die Kräuter. Ah, den Lebenswurz brauchen wir nicht mehr. Okay, das passt. Was haben wir hier noch für ein Kraut? Ein Blassblatt. Das können wir uns vielleicht noch holen. Oh, der hat uns entdeckt. Den habe ich nicht gesehen. Hier ist noch ein Auftragsmörder. Na komm, hau ihn um. So. Dann öffnen wir gleich mal, während wir hier warten, bis das Gift ausgelaufen ist, die Plunderkisten. Und gönnen uns noch ein paar Schlossknacker-Skillpunkte. Und noch 10 Minuten, bis der Ruhestein wieder ready ist. Den würde ich am liebsten dann gleich nutzen, um wieder nach Süderstadt zu kommen. Perfekt, gleich 4 Skillpunkte bekommen. Jetzt den Vollstrecker. Ich gucke, wo dieses Blatt, Blassblatt ist. Nicht genug Energie. Komm, einmal brocken noch, dass er nicht ausläuft. Ah, schade. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Ah, hier ist es doch direkt vor uns. Perfekt. Ja, wir brauchen noch einen Siegelring. Und dann diese 4 Schattenmagier. Oder 3. Müssten oben wahrscheinlich bei den Lagern sein. So, schauen wir uns die Lager doch mal an. Saboteur, Wachposten, Wachposten, da ist ein Schattenmagier mit in der Mitte. Das wird jetzt nicht ganz so einfach, aber wir brauchen auch nicht mehr viel für Level 39. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. So, naja, machen wir hier einzeln, ja? Den Wachposten. Gut, die Siegelringe haben wir fertig. Wir machen mal diesen Wachposten, da wird bestimmt der Saboteur noch mit dazukommen. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ja. Und der Saboteur ist natürlich wieder ein Hunter. So. Posten hat jetzt wenig Damage genommen. Diese Fähigkeit ist noch nicht genug. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie.
Ich muss noch mal rein. Okay. Das war ganz schön intensiv. Lass mal was essen. Das Problem ist, dass bei dem Schattenmarker steht der Saboteur und der Wachposten wieder in der Nähe. Ich werde wahrscheinlich mal eins machen, dass wir den Schattenmagier hier zurückpullen. So. Den einen Schattenblitz werden wir fressen müssen. Aber den nicht mehr. Diese Fähigkeit zeigt nicht mehr. Ich habe nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Ah, die verwandeln sich, bevor sie sterben. Okay. So, die Truhe dürfte man doch jetzt bekommen, ne? Genau. Bisschen Klumpe zum Verkaufen. So, noch 29 Minuten. Da haben wir noch genügend Zeit für die restlichen zwei Schattenmagier. So, fangen wir hier schön an, den Berglöwen. Und dann holen wir uns erstmal die Kräuter. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Doch nicht bereit. Nicht genug Energie. Wir haben ja Zeit, uns drängt nichts. Boah, nur noch zwei Mobs. Das passt. So, Katkos Schnurrbart. Und dann holen wir uns hier oben den Golddorn noch. Wenn wir denn mal hier hochkommen könnten. Boah, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Du kommst ja nicht hoch. In der anderen Richtung. Golddorn ist übrigens auch hier. Okay. So, Wachposten. Hier steht der Schattenmagier. Da steht auch noch ein Wachposten. Okay. Ah, der hat uns mitentdeckt. Das ist nicht gut. Ausweichen, entrinnen. Oh, ich habe die Schattenblitze nicht geskippt, das ist Mist. Was ist das eigentlich? Ah, erlittener Schaden verringert. Okay. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. So, der rennt erstmal hier oben noch rum. Ich hoffe, er pullt jetzt niemanden. Sehr gut, das Level-Up war super. Besser hätte es nicht kommen können. Oh, was haben wir hier? Ah, ist eine Axt. Schade. Gut. Dann brauchen wir noch einen. Was skillen wir denn? Was skillen wir? Was ist das hier? Benommen zu machen? Ne, das brauchen wir nicht. Achso, wir haben ja hier noch einen Punkt. Nochmal 2% mehr Damage durch finsterer Stoß. Der macht übrigens schon ganz gut Damage. So, und wir gehen Stück für Stück zum nächsten Camp. Und brauchen jetzt 70.000 Erfahrungspunkte für Level 40. Hier vorne ist das Blassblatt, das wollten wir uns ja vorhin schon holen. Ist hier eine Magier mit? Dort hinten sehe ich ein. Oh, ziemlich viel durchkämpfen, um zu dem zu kommen. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Noch nicht genug Energie. Hier hinten ist auch nochmal Katkos Schnurrbart. Okay. Okay. Ja, das hilft nichts. Wir müssen die jetzt so pullen.
Mit der Wurfwaffe. Ansonsten kommen einfach zu viele. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug. Okay. Saboteur, Saboteur. Sind ziemlich nah. Was ist denn das für einer? Boah. Ich glaube, wir machen ein anderes Camp. Das ist mir irgendwie zu krass, das Camp hier. Es sind zu viele andere Mobs noch. Gucken, ob wir hier vorne bei dem ersten Camp ein bisschen mehr Chancen haben. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ja, das sieht, glaube ich, besser aus. Wir müssen es ja nicht unnötig schwerer machen, als es eh schon ist. So, weiter geht's. Saboteur, Wachposten. Erstmal den Wachposten, der hier so patrouilliert. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Kann ich nicht. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Okay. Was ist, wenn wir den Schattenmagier direkt angreifen? Kommen dann beide Wachposten? Ist die Frage. So vielleicht nicht. Kann ich noch nicht. Sehr gut. Schattenmagier ist down. Nicht genug Energie. Kann ich perfekt. So. Was machen wir jetzt? Hier, um zum Rabenbold-Anwesen zu kommen, müssen wir eh hier runter. Das heißt, wir könnten jetzt ja, in 20 Sekunden unseren Ruhestein nutzen. Weil mehr Quests haben wir jetzt hier im Alterraktor erstmal nicht. Und 3 Stück zum Abgeben im in Süderstaate. Das passt. Warten wir kurz die paar Sekunden. So. Sehr schön. Wir sind sehr gut vorangekommen. So. Dann geben wir hier mal ab. Ah, das ist der Auftragsmörder. Was kann ich für euch tun? Erschlagt 10 Krebstreiber. Ja, okay. Schönen Tag auch. Müssen wir nochmal da hoch. Das ist der Auftragsmörder. Okay, der ist jetzt hier schon tot. Was haben wir hier? Das Licht sei mit euch. Das ist der Kopf von dem. Alles klar. Und die Siegelringe. Das passt auch. Schön viele Erfahrungspunkte haben die gegeben. 6.500 und 5.000. So, und dann haben wir hier noch eine Quest. Der 2 Stück sogar. Seid gegrüßt. Das Pergament. Nach Eisenschmiede sollen wir das bringen, okay. Und das sind die Folianten. Und die sollen wir nach Sturmwind bringen. Alles klar. Okay, dann haben wir jetzt nur noch die Embleme, die wir abgeben können. Und wir sollen hier Kriegstreiber besiegen. Das sind die nächsten Quests, oder ja, die nächsten Quests, die wir hier noch machen können in im Vorgebirge des Hügellandes. Ach ne, der Dings zum Verkaufen steht hier drin. Ja gut, das werde ich jetzt mal in Ruhe verkaufen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir die nächsten Quests hier im Alterak-Gebirge und Vorgebirge des Hügellandes abschließen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.